Ja, ich höre dich. Montag, den 6.1. Festtag, drei Könige. Zuschriften von Ina Seidel und aus Bonn über die Betrachtungen. In der Frankfurter Zeitung ein Feuilleton mit Erwähnung des Buches und Zitat daraus. Brief von Fiedler. Arbeit am Gedicht. Das Kindchen munter, erholt und restauriert sich kräftig, isst viel und schläft gut. Spaziergang bei frischem Wetter. Nachmittags zum ersten Mal wieder auf den Balkon. Nachmittags zum ersten Mal wieder auf dem Balkon gelesen und geschlafen. Katja war heute im Wahllokal, um für uns beide aufgrund unserer Reichswählerkarte die Eintragung in die bayerischen Wählerlisten zu veranlassen. Das Ergebnis der Wahlen in Baden liegt vor. Es sind am meisten Zentrumskandidaten gewählt, dann Mehrheitssozialisten, Demokraten und Konservative. Kein Unabhängiger. Aus Berlin verlautet Besetzung des Vorwärts, des WTB und des Sozialdemokratischen Parteihauses durch die Kommunisten. Nach dem Abendessen Telefonnachricht aus der Arkesstraße, die von Dr. Endres informiert, dass in Berlin blutige und ausgedehnte Kämpfe im Gange. Man erwartet Ähnliches für München morgen. Ha 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 ha.